Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich versuche es jetzt zum dritten Mal. Beim ersten Mal habe ich festgestellt, dass es zwischenzeitlich ein Windows-Update gab und nach jedem größeren Windows-Update, natürlich muss so sein, funktioniert weder die Capture Card noch der Sound. Die Capture Card hatte ich gefixt, weil ich da dran gedacht habe, Sound nicht. Das heißt, ich musste dann meine kompletten Szenen, Quellen, Mixer, Spuren, alle nochmal neu einstellen. Yippie! Weil es muss natürlich nach einem Windows-Update so sein. Das heißt, ich mache jetzt dieses Level-Up zum dritten Mal. Beim zweiten Mal, oh Wunder, ich spiele in meiner Freizeit relativ viele Spiele auf Englisch. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass man bei der PlayStation 4 nicht die Spielsprache ändert, sondern die Konsolensprache. Das bedeutet, meine PlayStation war auf Englisch und ich habe es erst gemerkt, als ich darüber sinniert habe, wie wohl Shard im Deutschen übersetzt wurde. Da ist mir aufgefallen, Moment. Ja. Gut, so viel dazu. Welche Quest hatte ich mir denn jetzt ausgesucht? Ich glaube, das hier. Scherben. Shards wird übrigens mit Scherben übersetzt, für den Fall, dass es... Ja. Jetzt verschlucke ich mich hier auch gerade noch beim Sprechen. Genau, ich bin nämlich hier hochgeklettert nach ungefähr... Diese Aufnahmesession fängt so super an. Ich habe zuletzt aufgenommen gehabt in meinem Urlaub. Der war Anfang Juli. Die Folge hier wird jetzt am 16. August aufgenommen. Also relativ kurz bevor sie... Ja, ich glaube nächsten Samstag. Also die wäre die vom 22. Ich weiß es nicht genau. Es ist im Grunde auch egal, aber ich habe relativ viel aufgenommen gehabt in meinem Urlaub und das Material ist jetzt zu Ende gegangen. Und deswegen habe ich gedacht, setze ich mich heute mal wieder dran. Hätte ich gewusst, dass ich erstmal anderthalb Stunden Einstellungen nachjustieren muss, weil Windows und Microsoft sich gedacht haben, hey, ich bin das Einzige, was zählt und scheiß auf die Einstellungen meiner User. Hätte ich es wahrscheinlich früher gemacht. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Bock gerade noch. Ich weiß, dass der Bock wieder kommt, aber momentan nicht so. Weil ich jetzt immer damit rechne, gleich steigt der Sound wieder aus. Gleich steigt die Grafik wieder aus. Es ist einfach kein gutes Gefühl, wenn man nicht einfach wenn man sich im Spiel nicht einfach verlieren kann, sondern die ganze Zeit dran denkt, was ist jetzt, wenn das wieder nicht funktioniert und das funktioniert wieder nicht und das funktioniert wieder nicht. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Ich spiele aus dem Grund auch keine Spiele mit vielen Bugs oder sowas. Ich warte immer auf einen Patch, der die gröbsten Sachen behebt. Ausnahmen sind jetzt zum Beispiel sowas wie Dragon Age Origins, was halt einfach an der schlechten, ja, am schlechten Support, der schlechten Optimierung für moderne... Sehen wir uns mal um. Genau. Für moderne Geräte lag. Das ist natürlich dann was anderes, da kann man auch keinen Patch mehr erwarten bei dem Spiel von dem in dem Alter. Das ist genauso wie bei KOTOR. Oh, cool, eine Quest abgeschlossen. da kann man echt nicht erwarten, dass da nach keine Ahnung wie vielen Jahren, 20 Jahren, 15, noch gepatcht wird. Ich meine, kann man echt nicht verlangen, glaube ich. Hatte ich das Astrarium hier schon gemacht? Ich glaube nicht, ich gehe da mal hin. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe ja jetzt ein Pferd. Ich habe ja letztes Mal ein Pferd rekrutiert oder gezähmt oder was auch immer. Jetzt gerade bei mir geklopft oder ist gerade irgendwas umgefallen? Egal. Ja, das ist in meinem Zimmer immer die Frage. Hat da jemand gerade an meine Tür geklopft oder ist wieder irgendwas umgefallen? Ich stapel gern Dinge, anstatt sie zu entsorgen. Irgendwann entsorge ich sie dann, aber bis zu dem Zeitpunkt sind sie erstmal gestapelt. So, wie komme ich mal vom Pferd runter? Ah. Weil ich behaupte doch mal, da werden wir nicht hochklettern können, oder? Ich fürchte, so wie die Kamera sich hier verhält, weg. Muss ich mir da einen offiziellen Weg suchen. Aber erstmal nehme ich noch die Elfenwurzel hier mit. Natürlich, was auch sonst. Ist das hier der offizielle Weg? Sieht nicht wirklich so aus, ne? Könnte. Ich höre vor allem eine Scherbe. Ich glaube fast... Ah, okay. Wie komme ich da dran? Wie komme ich auf den Berg hoch?
Und wie wir ja wissen, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ja, natürlich ist der Weg ganz offensichtlich und einfach und ich bin einfach nur wieder zu gummibärchenhaft drauf. Ach, vielleicht doch nicht so einfach. Es sei denn, ich muss hier drüben rüber. Und dann da hinten bei dem Wasserfall irgendwie drüber. Also über den Fluss. Sag mal, was ist denn hier gerade los? Den Fuchs wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der war irgendwie jetzt im Kreuzfeuer. Jetzt ist er explodiert da drüben. Da ist noch irgendwo ein Gegner, ne? Ich sehe den. Ich sehe den genau, da hinten ist er. Auf meiner Minimap. Elfenwurzel. Okay, hier ist auf jeden Fall das Astrarium. Hi! Ich bin jetzt ein Nahkampfmagier, schon gewusst. Da hinten ist auf jeden Fall das Astrarium. Spindelkraut wächst hier auch. Perfekt. Bevor ich mir das Astrarium anschaue, möchte ich aber hier irgendwie diese Scherbe, die hier irgendwo sein muss, noch holen. Wo ist das da oben, oder? Ich habe so die Vermutung, dass ich, wenn ich die Scherbe hole, erstmal runterspringen muss. Ich guck mir trotzdem mal an, wo die liegt. Vielleicht kriege ich sie ja ohne hier runterzuspringen. Klar, ich komme danach auch wieder zum Astrarium zurück. Okay, dann hüpfe ich. Dankeschön. Hätte ich jetzt nämlich den ganzen Weg bis runter hüpfen müssen und um hochklettern, dann hätte ich natürlich zuerst das Astrarium gemacht. So, dann zeig doch mal. Okay, was müssen wir machen? Das da unten. Ich leg einfach mal los, hä? Den da lassen wir aus, dahin zurück. Und ich habe es verkackt. Machen wir neu. Dann malen wir hier an. So. So. Den da. Den da unten. Den da. Und wieder zurück zum Anfang. Hätte ich voll als Boot erkannt, natürlich. Sternbild Perakialus vermutlich. Das Sternbild Perakialus, im Volksmund auch Reisender genannt, wird allgemein als Schiff dargestellt. Jedoch nicht als gewöhnliches Schiff, sondern als eines dieser primitiven Boote, die von alten Völkern wie den Neromeniern genutzt wurden. Die Übersetzung des Namens aus dem Alttewene lautet normalerweise über das Meer, was die Vorstellung untermauert, die Neromenian wären von irgendeinem anderen Ort nach Thedas gekommen. Die meisten angesehenen Scholaren bezweifeln diese Deutung allerdings und führen dabei vor allem an, dass diese alten Völker die Sterne höchstwahrscheinlich schon lange vor einer derartigen Reise benannt hätten. Aus einer Abhandlung über die theodosische Astronomie von Schwester Oran Petrarchius. Okay, mir egal, ich will eigentlich nur den Vault, der dahinter steht, hinter den ganzen Sachen, wenn wir schon mal hier sind, komm. Das wollte ich nicht markieren, aber wenn wir schon mal da sind, da gibt es wohl eine Nebenquest. Ja, ist okay, stell dich hier nicht so an. Stell dich nicht so an. Wie weit ist denn das weg? Immer mit dem Touchpad die Karte aufmachen wollen, das ist einfach eine Krankheit bei mir. Das liegt aber auch daran, dass ich so viele Spiele spiele derzeit, bei denen die Karte mit dem Touchpad aufgemacht wird. Und dann ist halt der Druck. Also, ihr kennt es, oder? Wenn ihr ähnliche Spiele spielt, gleiches Genre oder so. Und die Steuerung ist eigentlich seit den letzten, sage ich mal, 15 Jahren in den Spielen immer die gleiche. Es ist allgemein anerkannt, dass mit, was weiß ich, Steuerung gecroucht wird. Oer mit C vielleicht mal noch. Mit WASD vorwärts, rückwärts. Nee, vorwärts, links, rückwärts, rechts, so rum, gelaufen wird. Mit Q und E wird entweder die Kamera gedreht, wahrscheinlich aber eher das ist so ein Hin- und Herstreifen. Ihr kennt es, die Steuerungen sind eigentlich alle ähnlich. Und wenn dann aber ein Spiel so sagt, nö, 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 bei mir ist Crouchen die Leertaste, die normalerweise eigentlich fürs Springen ist,
Dann steht man so da und croucht einfach, wenn man springen will. Und egal, wie lange man dieses Spiel spielt, es wird nicht besser. Solange man andere Spiele nebenbei spielt zumindest. So. Bei einer Leiche gefundene Notiz. Bergrid. Die Sache wird sich lohnen. Ihr sorgt euch zu viel. Ich habe euch bei der Jagd beobachtet. Ihr und der Bogen passt zusammen wie der Erbauer und Andrastes Busen. Und nicht auf dieser Welt atmet noch, wenn ihr eure Axt darin versenkt habt. Und glaubt mir, wenn ihr genügend Bärenklauen habt und vergesst nicht, sie müssen groß und stattlich sein, nicht, dass ihr mir welche von einem Jungtier anbringt und dazu entschuldigend lächelt, dann werden wir etwas tun, das uns beide reich macht. Denkt an die Mädchen von Radcliffe, die an eurem Arm hängen werden, Bergrid. Es ist ein starker Arm, mein Freund, stark genug, um 3 große Bären zu töten und ihre Klauen zurückzubringen. Wenn ihr das schafft, wird dieser Arm sich nachts um eine schlanke Dame legen können. Viel Glück und kommt nicht ohne die Klauen zurück. Jaska. Okay, ich weiß nicht so ganz, was ich davon jetzt halten soll, von so einer Aussage. Was ist das? Was auch immer es ist, ich gehe es mir angucken. Wenn ich da hinkomme. Komme ich da hin? Sieht nicht so aus. Wobei. Ich war da oben, ich habe es genau gespürt. Verdammt. Da muss es einen offiziellen Weg hochgeben. Jetzt muss ich echt da wieder... Scheiße. Sieht echt aus, als müsste ich da bei dem... Ach, Manno! Das war früher gewusst hier. Dann halt nochmal außen rum. Und ja, ich entschuldige mich da jetzt nicht, weil ihr wisst mittlerweile, wie es abläuft, ne? Ihr kennt es. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich auch die Sachen mitnehmen, die hier in der Nähe sind. Und wenn das bedeutet, einmal quasi nochmal außenrum, dann bedeutet es das nun mal. Immerhin sind die Gegner hier jetzt schon weg und wir müssen sie nicht nochmal umhauen. Okay, muss ich etwa da rein? Ob jetzt oder nicht? Ah, okay, das ist so eine Ruine. Was für eine Art Feuer ist das? Ich habe hiervon schon gehört, es jedoch noch nie zuvor gesehen. Man nennt es Schleierfeuer. Es ist eine Art empfindsame Magie. Die Erinnerung an eine Flamme, die in dieser Welt an Orten brennt, an denen der Schleier dünn ist. Aha. Yay, ein Mosaikteil. Ja, wenn wir anfangen zu kämpfen, lassen wir die Flamme fallen. Und dürfen auf keinen Fall vergessen, sie wieder aufzuheben. Ihr wisst also, ich werde vergessen, sie wieder aufzuheben. Na komm. Okay. Weil wie dem auch sei. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber das ist wie Skyrim, ihr kennt das, ne? Man ist auf dem Weg zu einem Ziel und läuft an der Höhle vorbei und dann muss man diese Höhle erkunden. Was macht der Widder hier? Der hat auch den Erkundungsdrang. Der hat die Höhle gesehen, hat sich gedacht, jawohl, da will ich rein. Da muss ich gucken, was da gibt. Der Widder ist hier, um mein Loot einzusacken. Ich weiß es genau. So, was gibt's hier? Außer einem Lagerfeuer. Nichts. Ging's hier hinten nicht noch irgendwo weiter? Nee. Das ist halt, es ist komplett schwarz und man sieht außer der Fackel, die man da hat, nicht wirklich viel. Die Mosaikteile sind meistens in solchen Sachen. Es gibt die auch außerhalb von... Offenbar macht das Schleierfeuer die Runen lesbar. Aha. Genau, muss man hier Runen suchen. Sag mal. Tja, wieder, ne? Du kannst keine Runen aktivieren, hast keine Hände. Ich werde gewinnen. Diese Schnitzeljagd gewinne ich. Und man kriegt halt auch nicht wirklich einen Marker oder so, wo noch Runen sind. Von daher
Wie gesagt, habe ich nie so intensiv gemacht, diese Rätsel. Weil ich einfach nicht gern, wenn ich nicht sehe, irgendwo rumlaufe. Und man sieht hier halt absolut nichts. Ich muss auch mal die Quest wechseln. Da oben ist immer noch als Schlüssel Astrarien eingestellt. Tja, wo könnte die letzte Rune sein? Was ist das letzte Rune? Die nächste Rune? Ich weiß nicht, ob es die letzte ist, aber ich hoffe mal, dass es danach nicht noch eine gibt, wenn ich schon die zweite nicht finde. Der Wähler geht mir schon so ein bisschen auf den Sack da. Vielleicht eins zurück. Oder habe ich da geguckt? Da hatte ich geguckt, naja. Aber eigentlich bin ich hier auch die Wände abgelaufen. Ich laufe hier eigentlich immer die Wände entlang. Runde leuchtet halt. Guck mal, man sieht die bis hierher, ne? Ich da irgendwas wuschen gehört gerade? Als wäre da irgendwas versteckt? Ich glaube schon, dass hier keine oben sein würde. Aber es kann natürlich auch sein. Und jetzt habe ich schon wieder irgendwas im Ohr. Das ist die Scheiße an langen Haaren. Man hat sie gefühlt ständig im Ohr. Und ja, auch unterm Headset. Verdammt nochmal, das muss hier doch irgendwo sein. Ich laufe mal in die andere Richtung ab. Vielleicht versteckt sich irgendwo was, was ich so nicht sehe. Ich möchte jetzt eigentlich zu viel Zeit hier drauf verschwenden, da diese Säulen abzusuchen. Tja, da stehen wir nun, Elf, und machen wieder mal die Sauerei der Menschen weg. Was täte die Inquisition nur ohne euer ausgleichendes Wesen, Meister Tethras? Ich schätze, sie würden Dörfer niederbrennen. Das tun die meisten Menschen, die ich kenne. Sind die Herren dann fertig? Regt euch nicht auf. Wir sind schließlich hier, um euch einfältigen Menschen ein wenig zu helfen. Bevor wegen euch alles in die Luft fliegt. Mal wieder. Ist das nicht Rassismus, ihr zwei? Ich höre hier einfach immer irgendwas wuschen und weiß nicht, wo es herkommt. Egal. Okay, dann kommen wir vielleicht irgendwann nochmal hier zurück. Die Sache wird uns hier ja auf der Karte als noch nicht abgeschlossen angezeigt, vermutlich. So, ich möchte aber immer noch irgendwie da hoch zu dem Zeichen. Da ist doch irgendwas. Das Spiel gibt mir doch zu verstehen, dass da irgendwas ist, oder? Wollte einfach nur die Fackel loswerden. Sieht aus, als wäre da hinten ein Weg. Muss ich doch nicht hier. Oh, ein Bär. Muss ich wohl doch nicht hier mein bekanntes und allzeit korrektes Berghochhüpfmanöver anwenden? Ich kann laufen. Hey. Was ist denn da schon wieder für eine Höhle? Wollt ihr mich verarschen? Eisen? Ist nur so eine kleine Höhle, ne? Ja, okay, dann darf sie da sein. Das ist okay, einfach nur so eine kleine Eisensammelstelle auf dem Weg. Ich dachte jetzt gerade, da kommt schon wieder eine mit irgendeinem Rätsel drin. Oder ich bin im Kreis gelaufen und es ist tatsächlich die gleiche Höhle wie gerade eben. Das würde mich bei mir jetzt auch persönlich nicht wundern. Das ist was, was mir durchaus passieren könnte. So.
reuiger Mafferat, eine Statue von Mafferat, der den Tod seiner Gemahlin, der Prophetin Andraste, betrauert, die er aus Eifersucht verraten hatte. Traurig. Sehr, sehr traurig. Aber gut, dann gucken wir doch mal. Aua, das war der Controller an der Tischunterkante. Da ist das letzte Astrarium. Da unten waren wir, glaube ich, schon. Da waren die Gegner, glaube ich, nicht so geil. Da war mir, glaube ich, alles noch ein bisschen zu high-levelig. Hier waren wir noch nicht, wie es aussieht, ne? Dann gehen wir doch einfach mal hier hin. Wie kommen wir da am besten hin? Machen wir es mal so. Ich teleportiere mich mal hierhin zurück. Sammle die Scherben ein und wenn ich unterwegs auf andere Dinge stoße, dann stoße ich unterwegs auf andere Dinge. Machen die meisten Menschen wahrscheinlich genau andersrum. Die Quests und wenn sie unterwegs die Scherben finden, nehmen sie die Scherben mit. Aber ich möchte das jetzt hier in dem Fall so machen. Aber mit Blick auf die Uhr habe ich es tatsächlich geschafft, eine Folge aufzunehmen, die ich auch verwerten kann. Hehehe. Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns noch ein bisschen weiter in den Hinterlanden umgucken. Nichts Neues. Bisschen die Hauptmission weitermachen, vermutlich. Bis dahin. Ciao, ciao.